Willkommen bei Talk Concrete, dem Netzwerk für den innovativen Beton. Wir sprechen heute über Qualität und digitale Qualitätsmessung. Und einer unserer Sachverständigen, Jürgen Heinrich, ist heute bei uns zu Gast. Und er hat ein Gerät dabei, das viele aus der Vergangenheit noch mit dem Wort Schmidt-Hammer, ein Rückprallhammer, eine Messung kennen. Und da gibt es jetzt eine neue Hightech-Version, die wir gerne in unserem Portfolio auch für Kunden als Dienstleister machen. Herr Heinrich, was kann man mit dem Rückprallhammer alles anstellen? Dr. Lotz, der Rückprallhammer, Schmidt-Hammer, wie er auch ganz gerne genannt wird, ist ein Gerät, mit dem er die Druckfestigkeit eines Bauteils abschätzen kann. Sprich, wenn man irgendwie Zweifel hat an der Qualitätskontrolle, an der Festigkeit oder wenn man die Festigkeit nochmal überprüfen möchte, das kann man mit dem Gerät durchführen. Beim Neubau im Einsatz, aber auch bei der Umnutzung? Richtig. Haben Sie mir gesagt? Also zum einen, der Neubau ist wichtig. Beim Neubau auf der Baustelle muss man immer parallel Qualitätsüberwachung durchführen. Sprich, man stellt die sogenannten Würfel her. Und da kann es durchaus mal sein, dass eine Würfelfestigkeit in die Hose geht, dass das nicht so ganz in Ordnung ist. Und um dann das Bauteil trotzdem als positiv bewerten zu können und es nicht zu schädigen, sprich über Bohrkernentnahme, kann man mit diesem Gerät zerstörungsfrei eine Prüfung durchführen. Und bei der Umnutzung, jetzt diskutieren wir ja gerade zu viele Bürobauten, aber zu wenig Wohnbauten, da könnte man das auch nutzen? Genau, da gilt das Gleiche in Spee. Es ist eine zerstörungsfreie Überprüfung der Druckfestigkeit in Anführungsstrichen. Und da muss man das Bauteil nicht anbohren und dann halt die Bohrlöcher wieder verschließen, sondern man kann einfach eine indirekte Überprüfung der Druckfestigkeit durchführen. Und jetzt dann das Bauteil einschätzen. Jetzt haben Sie schon Ihr Handy mitgebracht. Das ist ja auch das Besondere. Also es ist absolut digital. Wie kann man sich das vorstellen dann auf der Baustelle? Zum einen, entweder man betreibt die ganz klassische Art und Weise des Rückprallhammers plus Zettel und Bleistift. Oder aber das Gerät, es arbeitet schon digital und das ist über Bluetooth mit dem Handy verbunden. Auf dem Handy ist eine App drauf. Und da hat man dann in 1:1 Echtzeit direkt die Werte, die man von dem Gerät erhält. Und die App macht dann auch gleichzeitig die Auswertung. Genau, wenn der Bauleiter, Polier jetzt auch diese App auf seinem Handy hat, kann er es direkt abspeichern und hat die Ergebnisse. Richtig. Man muss halt dann nur das Gerät mit seinem Handy verbinden und dann funktioniert das. Wie immer brauchen wir in Deutschland ein gescheites Internet. Das ist klar. Richtig. Ja. Das können wir jetzt nicht alleine lösen. Wichtige Frage von Kunden ist immer, was kostet der Spaß? Wo steigen wir ein mit den Kosten? Die Kosten sind relativ schnell darzustellen. Wir rechnen das über Stundenaufwand ab. Da die Messung relativ schnell geht und die Auswertung, sage ich mal, für eine ganz normale Hochbaudecke liegt so bei 1 bis 1,5 Stunden. Das macht dann bei unseren Kosten ungefähr 120 bis 150 Euro, nur für die Prüfung. Dazu kommt natürlich noch An- und Abfahrt, Kilometer und Zeit. So viel heute bei Talk Concrete.